Herzlich willkommen im österreichischen Parlament. Vizekanzler Kogler hat in einem Ausschuss einmal, glaube ich, 12 Stunden gesprochen und das Ganze beantwortet mit den Worten, das war schon alles, was ich zu sagen hatte. Wir im Hintergrund haben hier Nachtschichten eingelegt. Ja, ich habe einen Kollegen angerufen und habe gesagt, könntest du bitte um 3 Uhr in der Früh die Schicht übernehmen? Die Antwort war, na, das muss ich mit meiner Frau besprechen. Dann musste ich ihm dann sagen, ich habe es zwar höflich formuliert, aber es war keine Bitte, es war eine Weisung. Mein Name ist Gottfried Michalitsch, ich bin der Leiter des Nationalratsdienstes. Das ist jener Bereich, der die Regie in den Nationalratssitzungen führt. Ja, ich bin schon sehr lange in der Parlamentsdirektion tätig, mehr als 30 Jahre. Und in der Zeit, bevor es noch keine Festlegungen der Redezeiten bezogen auf einen Tag gegeben hat, ist es schon vorgekommen, dass es auch Sitzungen gegeben hat, die die Nacht hindurch gedauert haben. Und das heißt, man hat dann tatsächlich in einem Turnus hat man tatsächlich die ganze Nacht hindurch diese Sitzungen begleitet und abgewickelt. Mein Name ist Susanne Janistin Nowak. Ich bin Parlamentsvizedirektorin der Parlamentsdirektion und zuständig für Angelegenheiten des Nationalrates, des Bundesrates und auch für den Rechts-, Legislativ- und Wissenschaftlichen Dienst. Wichtig ist es für die Direktion, dass wir mit allen Fraktionen ein gutes Arbeitsverhältnis haben. Natürlich kann sich da und dort eine Freundschaft ergeben, aber ich glaube, das Arbeitsverhältnis ist hier im Vordergrund. Also was immer wieder eben auch zugeordnet wird, dem Parlament, dem politischen System insgesamt, ist eben so dieser Sage, es wird ja nur gestritten. Gerade dafür ist das Parlament ja auch da, ja, dass hier Unterschiede auch sichtbar werden, dass alles, was in jeder Gemeinschaft, in jeder Gesellschaft auch an Unterschieden besteht, irgendwo einen Raum hat, wo genau diese Unterschiede auch sichtbar werden und wo diese Unterschiede übertragen werden in einen gewaltfreien Diskurs und am Ende dann aber auch Ergebnisse stehen, die von allen mitgetragen werden können. Karl-Heinz Grundberg, ich bin Sprecher der Parlamentsdirektion und leite die Stabsstelle für strategische Kommunikation. Also ich persönlich arbeite jetzt seit 2 Jahren im Parlament. Eine Situation, die ganz ohne Zweifel im Parlament sehr besonders war, war das Ereignis mit dem Misstrauensvotum gegen die Bundesregierung. Es war hier gerade auch aus einer Mediensicht sehr, sehr viel Aufmerksamkeit im Parlament. Sehr, sehr viele auch internationale Medien waren hier und haben darüber berichtet. Und eben auch in der politischen Geschichte in Österreich war das ein bisher einmaliges Ereignis, das war sicherlich ein sehr besonderer Tag. Ja, der Hypo-Untersuchungsausschuss war der mit dem meisten Umfang. Er hat auch ein sehr, sehr großes Aufgabengebiet aufgearbeitet und das war unglaublich spannend. Bei einem durchschnittlichen Untersuchungsausschuss haben wir 2 Millionen Seiten, die verarbeitet werden. Und wenn man zum Beispiel den Hypo-Untersuchungsausschuss hernimmt, dort hatten wir 16 Millionen Seiten. Ja, jeder Untersuchungsausschuss macht viel Arbeit, aber das ist unsere Aufgabe und wir in der Parlamentsdirektion arbeiten für die Demokratie, für dieses Haus und das ist unsere Aufgabe und wir stellen das überhaupt nicht in Frage, ob wir das machen müssen oder nicht. Wenn es entschieden wird, dass es einen Untersuchungsausschuss gibt, dann werden wir die besten Unterstützungsleistungen bieten. Wir haben einmal ausgerechnet, also wenn wir unsere Möbelstücke und unsere ganzen Kartonagen in einer Reihe aufstellen würden, dann wären wir also vom ersten Bezirk bis zur Shopping City gekommen. So etwa kann man sich das vorstellen. So viel an Equipment wurde bewegt. Mein Name ist Dietmar Nestlang. Ich leite den Dienst Infrastruktur und Sicherheit in der Parlamentsdirektion. Also wir haben über 2 Jahre Vorbereitungszeit gemacht, haben bis ins kleinste Detail wirklich alles ganz genau geplant. Und dann braucht man sicher auch ein bisschen ein Glück, dass das auch gut funktioniert. Aber das Projekt ist noch nicht zu Ende, also wir sind jetzt klar erst in der Halbzeit und wir planen schon wieder die Rückübersiedelung.
Naja, grundsätzlich ist unser Sicherheitsgedanke der, das österreichische Parlament muss ein offenes Haus sein für die Bevölkerung. Wenn man sich ja diese ganzen Planungen hier anschaut, dann sieht man, dass sich das Parlament nicht abschottet, sondern sehr offen sein möchte. Also ich glaube, wir haben einen sehr guten Zugang zu den verschiedenen Bereichen auf internationaler Ebene. Wir haben immer schon eine Vermittlerrolle gehabt, eine verbindende Rolle, sei es zwischen Ost und West oder zwischen Nord und Süd. Und diese Rolle liegt der österreichischen Diplomatie, aber auch dem österreichischen Parlamentarismus gut. Mein Name ist Alexis Vintoniak, ich bin Parlamentsvizedirektor und bin zuständig für das Management und die Administration des Hauses und den Bereich Internationales. Auf europäischer Ebene ist diese Zusammenarbeit sehr strukturiert, ja, und sehr professionell und sehr geregelt. Ja. Da gibt es die verschiedenen Gremien auf europäischer Ebene. Da gibt es jedes Parlament hat ein Verbindungsbüro in Brüssel. Es gibt elektronische Plattformen, wo die Informationen ausgetauscht werden. Also hier gibt es einen klaren Rhythmus, einen klaren Ablauf und klare Regelungen der Kooperation. Auf bilateraler Ebene weltweit gibt es natürlich große Unterschiede. Es gibt Parlamente, die so funktionieren wie das österreichische Parlament und Parlamente, die eine andere Rolle in ihrer jeweiligen Verfassung haben. Nicht alle Länder sind Demokratien wie Österreich, nicht alle Länder haben ein starkes Parlament wie in Österreich. In manchen Ländern hat das Parlament eher eine beratende Rolle und nicht eine gesetzgebende Funktion. Und da muss man sich aber dann flexibel jeweils nach dem Partner richten, weil wir haben auch Interesse, mit jenen Parlamenten zu kooperieren, die in einer anderen Form funktionieren als das österreichische Parlament. Wenn jetzt wer in der Sitzung so ein Transparent entrollt, was ist da Ihr erster Gedanke? Naja, grundsätzlich ist ja gewisse Meinungsfreiheit gegeben, aber gleichzeitig muss natürlich auch eine Sitzung unter normalen Bedingungen ablaufen können. Und da gibt es ganz klare Regelungen für unsere Mitarbeiterinnen, die im Ordnungsdienst sind, dass sie also den Besucher sehr höflich ersuchen, also das wegzuräumen. Und ja, also grundsätzlich funktioniert das ganz gut, wenn man vernünftig mit den Leuten redet. Manchmal muss man das halt dann auch auflösen. Okay, vielen Dank. Bitte, danke. Gerne.